Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Böller-Tour. Ich muss es jetzt mal so auf den Haufen alles schmeißen, aber ihr seht ja trotzdem, was ich alles zünde. Richtig krass am Ende. Terremoto 10 Sekunden, unfassbar heftige Batterie-Terremoto-Erdbeben. Das wird es auch nachher geben. Red Thunder von Argento, Super 2 von Funke, Booster D, Teufelsturm. Dann haben wir hier die Thunderbolt von Argento, Titanium King von Catan, Pyroland, zweimal Alpha, PKS Alpha, die neuen Colpo Aero, zum Beispiel auch noch so ein, ja, wie heißen sie jetzt, so eine kleine, ja, auch so einen kleinen Knallfrosch mit Knaller, Chipola, genau, mit Schwarzpulver, natürlich alles legal, die neuen D-Böller von Catan, Rauch, dann haben wir hier Pyro Union, mega geil, Vorbrenner, 1 Gramm, Blitzknallsatz, Crackling Beam haben wir hier. Dann haben wir hier die Super 2 von Funke, Colpo Aero, zwei Salutraketen, Trueno und das andere. Fangen wir mal an mit einer schönen Knallkette. Direkt weiter mit einem richtigen Knaller, das ist der Pyro Union P1 Schallerzeuger. So, weiter geht's mit zweimal Funke Super Böller 2. Krass, wie die Druck haben. So, der nächste wäre hier so eine Chipola, legal mit Schwarzpulver. Ich glaube auch, ich bin der Hersteller, weiß jetzt nicht. Viel Spaß. Nicht gezündet. Mist. Verdammt, den kann man jetzt auch nicht wieder anzünden. Nächster Artikel ist der Colpo Aero von Elgato. Richtig, richtig satter Knall. Richtig, echt der Wahnsinn. Weiter geht's jetzt mit so einem richtig tollen Spaßartikel. Die Jackie Chans von Leslie. Würde ich sagen, zünden wir erstmal einen einzeln und dann die drei zusammen. Jetzt die drei hier zusammen.
So, jetzt würde ich sagen, haben wir hier noch BKS Alpha von Pyroland. Dies ist ja eine Neuheit. Ihr kennt ja die BKS schon. Und das ist quasi eine Neuerung von diesem Jahr mit einem besonderen Zusatzeffekt. Zwei Stück gleichzeitig. Ja genau, die waren schon richtig krass, mega krass, ist kein Wunder, warum hier so ein schöner Totenkopf drauf ist, also mega krass die Teile. So, weiter geht's jetzt hier mit diesen Rotokasar Piraten. Mega. Richtig nice. So, weiter geht's hier mit drei Bombenrohren. Einmal Colpo Aero, dann Titanium Thunder von Catan und von Argento den Thunderbolt. Titanium Thunder von Catan. Für die Größe echt erstaunlich. Jetzt den Thunderbolt. Wow, auch mega heftig, wirklich sehr, sehr heftig. Und jetzt den Colpo Aero. So, jetzt haben wir hier noch zwei schöne Salutraketen. Rauch. Dann haben wir hier noch einen Teufelsturm von Weco. Booster D von Panda. Thundercracker von Catan. D. Crackling Beam von Pyroland. Die Red Thunder. Das Argento. Und die Terramoto Batterie, richtig krasse Batterie. Anfangen tun wir jetzt mit dem Weco Teufelsturm. So, jetzt geht's gleich weiter mit dem Crackling Beam von Pyroland. Und noch der letzte. So, jetzt gibt es mal wieder was richtig Lautes, und zwar zwei Salutraketen. Eine Salutrakete von Funke
Und die andere ist Volador de Trueno von Elgato. Alter Schwede, ist das krass, das Teil. Mega. Jetzt haben wir hier noch die Thundercracker von Catan in der Größe D. So, und hier machen wir einen kleinen Kreis. Die sind nicht so besonders. Ja, und jetzt haben wir hier noch die Booster D. Dann kommen wir zum Rauch und dann zu den beiden Salut-Batterien. Richtig, richtig gut. So, wie versprochen, gibt's jetzt schönen Rauch. So, als nächstes machen wir die Red Thunder von Argento. Die war schon richtig, richtig nice, ihr habt sie gehört. Aber jetzt kommt das Erdbeben. Terremoto. Alles, also diese Batterie, top wirklich, alles ist Erdbeben, ist hier wirklich Programm. Junge, das sind F2, 20 mm. Wow!